Ich zeige jetzt mal, wie man die Platine von den Stiftleisten auf Buchsenleisten umbaut. Dazu nehmen wir uns erstmal ein Cuttermesser und versuchen den Kunststoffträger so ein bisschen von der Platine zu trennen und erzeugen da so einen kleinen Spalt und drücken den Kunststoffstreifen nach oben und dann mit einem Schraubenzieher so ein bisschen drunter hebeln, dass man den Streifen über die Kontakte nach oben wegziehen kann. Mit ein bisschen Kraft, Vorsicht vorausgesetzt natürlich, bekommt man das gut hin. Und kann ihn dann irgendwann abziehen, zwischendurch einfach zwischen die Beine gehen und nach oben wegdrücken. Und dann geht er schon ab. Das gleiche machen wir dann auch mit der anderen Seite. Mit dem Cutter wieder unten rein, den Kunststoff etwas anliften, damit wir dann mit dem Schraubenzieher drunter kommen. Es ist relativ sinnvoll, bevor wir das Ganze hier machen, mit dem Lötkolben unten nochmal an die Kontakte ranzugehen und den Kontakten einfach ein bisschen frisches Lötzinn zu verpassen. Vorteilhafterweise verbleites Lötzinn. Da stellen wir dann hinterher fest, wenn wir die Pins entfernen, dass das durchaus von Vorteil ist. Wenn die beiden Kunststoffteile fertig sind, dann sehen wir einfach die Platine mit den normalen Stiften. Und um die Pins zu entfernen, spannen wir diese Platine im Prinzip in irgendeine Halterung ein. Das kann jetzt ein Schraubstock sein oder wie in meinem Fall jetzt hier so eine Zange, so eine Klemme. Die Klemme selber wird vorteilhafterweise irgendwie fixiert, weil man doch ein bisschen an den Pins rumrütteln muss. Und dann kann man da gut zugange sein. Wir nehmen unseren Lötkolben, ungefähr 350 Grad. Sollten okay sein, mit einer Spitzzange auf der anderen Seite, erwärmen unten die Kontaktfläche und können dann Stück für Stück die Pins entfernen. Auf keinen Fall zu lange rumbraten an diesen Lötaugen, weil die Durchkontaktierung mögen das überhaupt nicht, wenn die da irgendwie mit 350 bis 380 Grad da irgendwie befeuert werden über längere Zeit, da sind die auch ganz schnell hin. Kann dazu gleich sagen, dass ich meine erste Platine faktisch damit gekillt habe. Da habe ich dann tatsächlich eins von diesen Durchkontaktierungen runtergebraten von der Platine und das war dann auch irgendwie irreparabel. Der anderen Seite ebenfalls die Pins dann rausnehmen und das war's dann. Da sich mit Sicherheit noch Lötzinn in den Bohrlöchern befindet und wir so die Buchsenleisten nicht in die Platine bekommen, werden wir nicht umhinkommen, mittels Entlötlitze oder einer Entlötsaugpumpe diese Lötzinnreste auf beiden Seiten zu entfernen. Auch da gilt wieder, bitte sehr vorsichtig mit den hohen Temperaturen an den Lötaugen hantieren. Ich hatte eine weitere Platine vor mir, deren bleifreies Lötzinn sich auch bei fast 400 Grad nicht wirklich beeindrucken ließ. Sind die Bohrlöcher dann frei und die Platine hat diese Prozedur überlebt, stecken wir die beiden 10-poligen Buchsenleisten in die Platine und verlöten sie sauber. Damit wäre dann der Umbau vollzogen und unser MSP 430 Launchpad sieht aus wie ein kleiner roter Arduino und lässt sich ähnlich verwenden.